Wenn Sie die Hauptursachen und Gründe des Artensterbens bezogen auf Schmetterlinge skizzieren würden oder müssten, was wären die Hauptgründe für den Artenverlust bei Tagfalter und Schmetterlingen? Bei Schmetterlingen ganz allgemein sind das anthropogene Hauptursachen. Das ist auch lange schon beschrieben, zum Beispiel Millennium Ecosystem Assessment aus dem Jahr 2005. Das ist in erster Linie veränderte Landnutzung infolge der Intensivierung und Industrialisierung der Landwirtschaft, die sehr, sehr viele Effekte hat, angefangen von der Auflassung für extensiv bewirtschaftete Flächen und zur Intensivierung, also das Zuwachsen von Offenflächen, die übermäßige Maat, dann vor allem auch der Einsatz von Stoffen, die sich über die Luft oder zu Wasser verbreiten und entweder Düngewirkung haben, also übermäßiger Einsatz von Dünger, der dann magere Flächen überdüngt, sodass es dort zum Zusammenbruch der Populationen kommt, die an extreme Magerstandorte angepasst sind, und Pestizideinsatz. Und Pestizide verbreiten sich auch mittlerweile überall in der Landschaft und haben Fernwirkung, sodass wir tatsächlich auch in Schutzgebieten blühende Landschaften haben, ohne jedes oder mit sehr reduziertem Insektenleben. Die industrielle Landwirtschaft ist einer der Kardinalfaktoren. Der zweite ist die übermäßige Landnutzung allgemein, die Fragmentierung der Landschaft, sodass Lebensräume immer mehr, naturnahe Lebensräume, auch Naturschutzgebiete zu Inseln werden, die von einer Beton- und Agrarwüste umgeben sind, sodass der Austausch von Individuen zwischen diesen Inseln, die ist sehr stark reduziert. Es kommt zur genetischen Verarmung und schließlich zum Zusammenbruch der Populationen. Und insgesamt denke ich, dass die Politik, die das alles natürlich legalisiert, das ist ja nicht verboten, was passiert, so in der Form, wie sie betrieben wird, ist ein systemischer Teil des Problems, weil es nicht mit der Rede davon sein kann, dass wir in einem ökologischen Gleichgewicht, einem Interessensausgleich, einer Abwägung der Interessen von Ökologie und Ökonomie leben, sondern das Gleichgewicht ist sehr einseitig zulasten der Umwelt. Und das, denke ich, ist ein Generalproblem. Und wenn es nicht gelingt, hier in irgendeiner Form zum Umdenken zu kommen, steuern wir auf eine Umweltkatastrophe globalen Ausmaßes zu. Es gibt hochrangige Publikationen, die schon sagen, dass wir uns im Bereich einer sechsten Massenaussterbens befinden, wie es in den letzten 550 Millionen Jahren bisher noch fünfmal der Fall war.